Marrakesch löst bei vielen Menschen eine ungeahnte Faszination aus. Das Treiben auf dem riesigen Marktplatz, die engen Gassen im Souk, die Farben, die Gerüche. Und trotzdem schwebt dabei über allem diese eine Frage. Wie um alles in der Welt soll man sich hier zurechtfinden? Auch wenn man es sich nur schwer vorstellen kann, so kompliziert ist das mit der Orientierung in Marrakesch gar nicht. Das allermeiste spielt sich in der Altstadt ab, genannt Medina. Die Medina ist von einer Stadtmauer umgeben, durch die man mit Hilfe der rund 20 Stadttore gelangt. Das hier hinter mir ist das berühmteste Tor Bab Aghnau im Süden der Medina. Ein sehr guter Startpunkt für eure Tour, denn wenn ihr das Tor hinter euch gelassen habt, dann könnt ihr schon zumindest erahnen, das Wahrzeichen Marrakeschs. Die Koutoubia-Moschee. An ihr könnt ihr euch ab jetzt innerhalb der Medina orientieren. Sie überragt nämlich jedes andere Gebäude in der Nähe. Die Koutoubia-Moschee ist die größte in Marrakesch und eine der ältesten ganz Marokkos. Sie wurde bereits im 12. Jahrhundert errichtet. Besichtigen darf man die Moschee als Nicht-Muslim nicht, aber auch von außen ist sie eine Attraktion. So, und wenn ihr jetzt die Moschee hinter euch habt, dann dreht ihr euch einmal um 180 Grad und lauft in gerader Achse auf den Hauptplatz von Marrakesch zu. Gemma El Fnah. Der Platz der Gaukler wird er liebevoll genannt. Und das nicht ohne Grund. Hier befinden sich die Schlangenbeschwörer und Henna-Künstlerinnen, die Straßenmusiker, Tänzer und Affenbesitzer. Nicht alles hier ist ethisch einwandfrei und teilweise werden für Fotos unverschämte 10 Euro verlangt. Aber der Blick in meine Zukunft von einer Wahrsagerin ist mir dann doch ein paar Euro wert. For good long, baby. Es werden Kinder kommen. Yes. Tagsüber ist der Platz noch vergleichsweise ruhig. Zum Sonnenuntergang wird er jedoch zum echten Spektakel, wie ihr gleich sehen werdet. Aber jetzt ist es erstmal Zeit für die absolute Königsklasse, nämlich das sichere Umherschlendern in den Souks von Marrakesch. Ein scheinbar undurchschaubares Gassengewirr, das hier am Café de France seinen Anfang nimmt. Und direkt da gegenüber geht's rein. Welcome in Marrakesch. Thank you. We have 3 wishes. 3 wishes? Yeah. Do you have Aladdin's lamp? Yeah, yes. We have inside. Er spricht nicht über Preise. Er weicht aus. What is this? Aladdin also. How many genies different. Are there? Family inside. Das ist alles die Genie-Familie. Yeah, Aladdin. Toll. But there is in holiday now. There's in holiday. In the fair. Nee, dann will ich den nicht. Yeah, okay. Den kannst du behalten. No problem. Und auch hier ist das Prinzip schnell erklärt. Ihr könnt euch in den Zugs ganz einfach treiben lassen. Die Rue de Semarine ist sowas wie die Hauptstraße, von der Abzweigungen abgehen. Solange ihr immer wieder den Weg zurück zur Hauptstraße nehmt, kann eigentlich gar nichts schiefgehen. Und solltet ihr doch mal nicht mehr so genau wissen, wo ihr seid, ist der Platz Gemma El Fnah zu jeder Zeit ausgeschildert, sodass ihr immer wieder zu ihm zurückfindet. Und das sollte spätestens zum Sonnenuntergang auch fest auf eurem Plan stehen. Dann nämlich hat der Platz eine ganz besondere Stimmung. Mobile Restaurants wurden aufgebaut und Glücksspiele aus Tausend und einer Nacht sorgen für Unterhaltung bei Einheimischen und Touristen. Und wenn dann irgendwann der Overkill an Eindrücken kommt, und der kommt garantiert, dann könnt ihr euch am Ende des Tages auf eine der vielen Dachterrassen rund um den Platz zurückziehen und den Abend zum Beispiel bei einem süßen Minztee ausklingen lassen. Sauerhaut.